kennt er die nicht. Ja, aber ich kenne auch den Ort, wo es Frieden gibt, wie immer die Schwierigkeiten. Natürlich gibt es Konflikte, Kämpfe. Aber ich brauche nur eine Sekunde und alles ist vollkommen ruhig. Ich glaube, wir alle leiden vielleicht am meisten unter dem Gewicht der Vergangenheit, der versäumten Chancen, der Dinge, die man angestellt hat. Man ist sehr beladen. Ich wollte immer dermaßen frei sein, dass ich mich nie beladen ließ. Auch Sie haben Idiotien begangen. Viele. Auch Dinge, mit denen Sie sich schuldig machten. Ich weiß nicht. Sie haben anderen Leuten Böses getan, wie wir alle. Weiß nicht. Vielleicht meiner Mutter. Ich war ja so unerträglich und gewalttätig. Wie das vermeiden? Sie haben sich doch nicht reingehalten von allem Menschlichen. Ich verstehe diese Psychologie nicht. Für mich l'impureté ou le mal, c'est d'être prisonnier. Die einzige Sünde ist, sich von etwas einmauern zu lassen. Sie haben sich immer davon gemacht? Immer. Pour la drogue, c'est pas compliqué. Mit dem Rauschgift war das ganz einfach. Eines Abends, ich war 24, 25. Un soir, je suis allé au cinéma. Ich bin ins Kino gegangen. Ich war Opiumraucher und ich hatte nichts geraucht. Ich wollte das nachher tun. Vor dem Kino sah ich mein Gesicht in einem Spiegel. Es war das Gesicht eines Ausgeflippten. Furchtbar. Ich bin sofort abgehauen und habe nie mehr dran gerührt. Ich hätte krepieren können, weil ich mich ja nicht als Süchtiger sah. Nicht wusste, dass ich gefangen war. Und das ist für mich das Böse. Unser alltägliches Dasein besteht aus Kampf ums Überleben, die Familie beschützen, die anderen angreifen, um sich zu verteidigen. Nicht ihres? Das habe ich nie gekannt. Vielleicht geht mir das ab. Ich habe nie akzeptiert, von anderen abzuhängen. Vielleicht haben Sie nur Glück gehabt. Vielleicht. Nein, es gibt kein Glück. Man hat, was man verdient. Man hat genau das Schicksal, das man akzeptiert. Und alle Widerstände sind zu etwas da. Alle Dummheiten, alle Irrtümer sind nützlich. Um dir zu erlauben, deinen Schlüssel zu finden. Immer wieder. Erst wenn sie ihn finden, dann können sie der Welt helfen. Sie sind kein Individuum mehr. In dieser Dunkelheit der Erde macht der kleinste Stern einen enormen Unterschied. Sie glauben nicht an Buße, an Reue.
Mit Leiden kann man überhaupt nichts gut machen. Die einzige Wiedergutmachung ist, die Freude zu finden. Und die kindliche Einfalt. Das macht alles wett. On commet toutes les erreurs nécessaires pour arriver à cette liberté là. Man macht die allergrößten Dummheiten, nur um zu dieser Freiheit zu kommen. Moi, la tentation, meine Versuchung, la seule que j'ai connue, vraiment, die einzige, stärkste, die ich gekannt habe, c'était dans, après les camps de concentration. War nach dem KZ. Tout avait été tellement dévasté, ruiné. Alles war so zerstört in mir. Alle menschlichen Werte so ruiniert, dass ich mich auch zerschmettern wollte. Und da hatte ich den Mut zu sagen, nein, ich will die Freude, ich will die Freiheit, ich will, dass es wieder hell wird in mir. Das ist der Mut, der zählt. Zu sagen, nein, ich wähle die Freude und die Freiheit. Sonst ist das zu leicht, zu feige. Es ist nicht schlimm, Fehler zu machen, sogar furchtbare. Aber es ist schlimm, da nicht rauszuwollen. Nicht an das zu glauben, was man ist. Oder vergessen zu haben, wie man als Kind war und wie man einmal in die Welt geschaut hat. Sat Prem widmete den Rest seines Lebens den Lehren seiner spirituellen Ziehmutter und deren Verbreitung. Er gründete in Frankreich ein Institut für Evolutionsforschung, zog sich dann aber mit seiner Lebensgefährtin für 7 Jahre völlig aus der Öffentlichkeit zurück. 1990 die Rückkehr. Er schrieb wieder Bücher, schilderte seine Erfahrungen und seine Visionen einer zukünftigen Menschheit. Sat Prem war überzeugt. Die Evolution besteht nicht darin, dass man immer heiliger oder immer gescheiter wird, sondern immer bewusster. Im April 2007 starb Sat Prem im Alter von 83 Jahren. Nur einen Monat später folgte ihm seine Partnerin Sujata. Bis zum nächsten Mal.